Ja, grüßt euch. Ich habe mir gerade noch eine Notiz gemacht, sorry. Und zwar, ja, Alphabet. Wie bin ich jetzt umgegangen, zum Beispiel bei der Position Alphabet in meinem Swing Trading Depot? Ich bin hier, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich hatte hier Verkaufslimits, als es so richtig losging mit dem Absturz. Das war so Ende Februar. Und dann mir gedacht, ich mache hier mal einen Stopp rein, weil ich gut 30% im Plus war mit meinen Positionen. Und dann bin ich rausgefallen bei 1263 Dollar. Mit der Hälfte und mit der anderen Hälfte bei gut etwas über 1200 Dollar. Und gestern und vorgestern bin ich wieder eingestiegen, hatte ich Kauflimits gesetzt bei 1098. Also wenn ich das jetzt mal so über den Daumen gepeilt, mit dem Kopf überschlage, ist es ein Abschlag von gut, also ein Discount von gut 10%. Ja, also letztendlich ein Discount. Ich habe jetzt genau die gleiche Menge an Aktien, nur für 10% günstiger. Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt nochmal eine zweite Welle, nochmal einen Absturz sehen und die Google-Aktie noch weiter fällt und so weiter. Aber diese 10% kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Ja? So, und das ist jetzt nochmal so weit das Update, was mich betrifft, zum Thema Google-Aktie. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.